So, Tee ist fertig. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen... Oh, hallo! Ja, rum. Was wollt ihr denn hier? Wahrscheinlich wieder eine Geschichte hören. Es ist Weihnachten. Ich liebe Weihnachten. Ja, erstmal einen guten Schluck Rum da rein. Wunderbar. So, Löffel. Da. Ja, was soll ich euch erzählen? Am besten irgendwas von meinen älteren Weihnachtsgeschichten. Es war einmal vor langer Zeit, kurz vor Weihnachten, als der Weihnachtsmann sich auf dem Weg zu seiner alljährlichen Reise machen wollte, aber nur auf Probleme stieß. Vier seiner Elfen feierten krank und die Aushilfselfen kamen mit der Spielzeugproduktion nicht nach. Der Weihnachtsmann begann schon den Druck zu spüren, den er haben würde, wenn er aus dem Zeitplan geraten sollte. Dann erzählte ihm seine Frau, dass ihre Mutter sich zu einem Besuch angekündigt hatte. Die Schwiegermutter hat den armen Weihnachtsmann gerade noch gefehlt. Als er nach draußen ging, um die Rentiere aufzuzäumen, bemerkte er, dass drei von ihnen hochschwanger waren und sich zwei weitere aus dem Staub gemacht hatten. Der Himmel weiß wohin. Welch Katastrophe. Dann begann er damit, den Schlitten zu beladen, doch eines der Bretter brach und der Spielzeugsack fiel so zu Boden, dass das meiste Spielzeug zerkratzt wurde. Shit. So frustriert ging der Weihnachtsmann ins Haus, um sich eine Tasse mit heißem Tee und einem Schuss Rum zu machen. Jedoch musste er feststellen, dass die Elfen den ganzen Schnaps versoffen hatten. Ist ja mal wieder typisch. In seiner Wut blieb ihm auch noch die Tasse aus den Händen und zersprang in tausend kleine Stücke über den ganzen Küchenboden verteilt. Jetzt gab es natürlich Ärger mit seiner Frau. Als er dann auch noch feststellen musste, dass Mäuse seinen Weihnachtsstollen angeknabbert hatten, wollte er vor Wut fast platzen. Da klingelte es an der Tür. Er öffnete und da stand ein kleiner Engel mit einem riesigen Weihnachtsbaum. Der Engel sagte sehr zurückhaltend: Frohe Weihnachten, Weihnachtsmann. Ist es nicht ein schöner Tag? Ich hab da einen schönen Tannenbaum für dich. Wo soll ich den jetzt hinstecken? Und so hat die Tradition von dem kleinen Engel auf der Christbaumspitze begonnen. Naja, das war unsere schöne kleine Weihnachtsgeschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Natürlich eine Glocke aktivieren. Ein Kommentar wäre schön. Und ein Like natürlich auch. Ich danke euch und wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Prost!